Und damit begrüße ich euch zurück bei Selena Zelda, Tears of the Kingdom. Wir waren hier stehen geblieben bei Pura und Joscha. Wir haben Holmbericht erstattet. Wir waren irgendwo unter Schloss Hyrule und wir haben Zelda gesehen. In Klammern. Also wir haben sie wahrgenommen und dann war sie plötzlich wieder weg. Ja, das war's eigentlich soweit. Hallo Pura, wir haben es geschafft. Willkommen zurück, Link. Und hast du etwas herausgefunden? Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Suche herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hätte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pad bei dir, oder? Kann ich es mal bitte kurz haben? Na klar. Meine Güte, sieht das mitgenommen aus. Was hast du damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Ah, der hier. Ach, tut mir leid, jetzt wollte ich auf dem Pura-Pad die Karte von Hyrule aufrufen, aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Joscha, wie steht es um den Kartografierturm? Also, grundsätzlich ist er fertig. Und praktisch? Der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin mir sicher, du hast die, die ihr verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Nee. Dann wende dich doch an den Wächter des Schutzraums dort. Danke. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Dann solltest du dich einmal in Mobs Laden umsehen. Ich bin dann mal beim Kartografierturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Ja. Komm, Joscha, es ist Zeit, den Kartografierturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Katschika. Du hast Schalterdienst, Joscha. Katschika. Oh. Jawohl, Direktor Pura. Ich stehe bereit. Schalter bei Fuß. Was? Das schwebende Schloss. Oh je. Oh Mann. Diese Leute. Absolut verrückt. Hier hatte ich nichts getan. Hallo! Dieser ganze Staub. Ist hier irgendjemand Neues? Nee, ne? Ach ja. Ihr seid ja alle absolut verrückt. Wir können uns ja mal provisorisch einfach schon mal ausruhen für... Provisorisch. Es ist zwar nicht Nacht, aber mein Gott, wir können ja ruhig mal schlafen kurz. Ganz kurz. Das hat aber jetzt lang gedauert. Hallo, guten Morgen. Pura. Pura. Ah. Hallo. Ah, das hier hinten? Nein, das muss hier so. Und fertig. Ach, Link, bist du bereit? Auch ich habe meine Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eins. Hey!
So, Joscha, hier drüben ist alles bereit. Betätige den Schalter. Ach, da oben ist sie, wie süß. Strom oder was? Okay. Ach, wie süß. Aha. Hä? Was? Warum? Okay, cool. Scheinen alle zu funktionieren. Direktor Bora, die kartografierte an den übrigen Standorten scheinen auch alle bereit zu sein. Dann los, Link. Jetzt bist du an der Reihe. Als erstes... Halte das Porapad an die Vorrichtung dort, ja? Natürlich. Machen wir doch. Das kennen wir doch. Chica-Technologie. Nö? Das kennen wir doch. Oh. Damit ist dieser Kartografierturm nun auf deinem Porapad registriert. Damit sollte auch der Teleporter einsatzbereit sein. Du kannst dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografierturms teleportieren. Na, begeistert? Eine geniale Erfindung, oder nicht? Aber das ist noch lange nicht das Tollste an diesem Kartografierturm. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Porapad zu erfassen. Beeindruckend, oder? Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit einem Parasegel umgehen können. Außer dir gibt es da nicht besonders viele Kandidaten. Wir könnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Also, wärst du dann mal so freundlich? Hier, bitteschön. Das Parasegel! Von Pora erhaltenes Hilfsmittel, das dir ermöglicht, durch die Luft zu gleiten. Ja, endlich. Dann zeig uns mal, was du kannst. Viel Erfolg beim Abschluss, ich meine natürlich Abschlusstest. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also komm dann bitte noch einmal her, ja? Moment mal. Okay. Was genau sollen wir machen? Oh. Weil... Was? Ah! Das ist ja absolut genial. Wir sind die Karte. Oh nein, wie süß. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Wir sind die Karte, wie süß. Wir sind einfach die Karte. Oh nein, das ist ja absolut genial. Oh Mann. Oh, guck mal, wie schön Schloss Hyrule von oben aussieht. Da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Ui. Ah nee, ich will nicht. Falsche Taste. Ui. Oh. Unser Parasegel. Ich hab dich so vermisst. Ach komm, als wäre hier kein Krog drauf. Erster Turm gleich Krog? Nee, okay.
Wow. Also da, nee. Also, nee. Mm-mm. Was ist das eigentlich für ein Donut? Da. Nee, ich hab, nee. Nö. Sehe ich nicht ein. Das ist viel zu... viel zu übertrieben. Nee. Oh, geil, unser Parasegel. Oh mein Gott, ich habe es so vermisst. Ich habe dich so vermisst, mein liebes Parasegel. Oh, ich liebe es. Oh, es hat mir so gefehlt. Jetzt können wir endlich überall runterspringen. Ah. Och, das ist ja absolut süß. Wir machen selber die Karte. Ja! Willkommen zurück auf festem Boden. Das war ein hübscher Fluglink. Und, konntest du die Karteneinstellung erfolgreich durchführen? Mhm. Ja, das freut mich, denn für unsere weiteren Erforschungen wird die Karte unerlässlich sein. Kartografiertürme findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. Mhm. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier. Dann gäbe es Eldin im Nordosten. Weiterhin Gerudo im Südwesten. Und zu guter Letzt noch Ranel im Osten von hier. Die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Hm. Übrigens, Direktorin, es geht ein Gerücht um im Dorf der Orni, dass in Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Hm. Ein Gerücht, sagst du? Eigentlich widerstrebt es meinem wissenschaftlichen geschulten Geist, mich von bloßem Gerede beeinflussen zu lassen. Aber in der jetzigen Situation könnten selbst Gerüchte wie dieses den entscheidenden Hinweis liefern. Ach ja, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche nach Prinzessin Zelda gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja mal bei der Chefredakteurin vorbeischauen. Vielleicht kann sie dir irgendwie helfen. Ich werde weiterhin die durch den Kataklysmus herabgestürzten Ruinen und entstandenen Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finden sich auch dort Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand, Link. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Auf zu Onkel Robby. Untersuche die vier Regionen! Ach ja. Oh Mann. Ah, was gibt's denn? Zusätzlich zu den vier Regionen gibt es einen weiteren Ort, der meine Aufmerksamkeit verlangt. Ich hoffe, dass ich mit meinen Nachforschungen dazu etwas vorankomme. Was für ein Ort? Es geht um Kakariko im Südosten von Hyrule, das Dorf der Sheikah in Nekluda. Dort sind kranzförmige Sonderruinen vom Himmel gefallen und der Grund dafür würde mich sehr interessieren. Die Besten der Besten der Sonar-Forschungsgruppe stellen bereits Untersuchungen an. Wenn du etwas über die Sonar wissen möchtest, fragst du also am besten sie. Und falls du den Weg nach Kakariko noch nicht kennen solltest, Maplan im Hauptquartier kann dir sicher mehr darüber sagen, wo du das Dorf findest. Er ist für die Entsendung der Monsterwehreinheiten zuständig und weiß mehr über Geografie als ich. Die Forschungsgruppe wird dir mir damit helfen, aber die Untersuchung der vier Regionen vertraue ich dir weiterhin dir an. Ja, okay. Das kennen wir schon. Die vier Gebiete. Weißt du was? Stopp. Ah, das habe ich ganz vergessen. Hast du schon mit Rubelo gesprochen? Im Moment ist hauptsächlich er für die Weiterentwicklung des Purabets zuständig. Er redet die ganze Zeit von Ideen für Verbesserungen. Da, es muss noch was angepasst werden. Dafür fehlen uns noch Daten da. Wenn du noch nicht mit ihm gesprochen hast, solltest du das unbedingt noch machen. Natürlich. Wer bist du denn? Ah. Das ist ein Pelikan. Oh nein. Ein irischer Pelikan. Na sowas, diese Leute kommen mir bekannt vor. Bist du nicht gerade dort durch Luft geflogen? Wie schön dich persönlich treffen. Der geschichtsträchtige erste Abschluss von einem Kartografierturm. Wie dufte. Sag, wie lautet dein Name?
Na, Link, ja, Link, sag mal, das ist doch derselbe Name wie der von diesem berühmten Helden. Da bemühe ich mich, ihm gerecht zu werden. Oh. Ah, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich hätte mich zuerst vorstellen sollen. Ich bin Pan vom Kleeblatt-Kurier. Und ich werde einen prima Artikel über die Sache mit dem Kartografierturm verfassen. Gut, ich muss dann auch los. Bei uns herrscht Personalmangel und die Zeit vergeht immer wie im Flug. Ich fände es großartig, wenn ein mutiger junger Mann wie du unsere Reporterin verstärken würde. Du findest unsere Redaktion in Hebra im Nordwesten. Komm einfach zur Brücke, die ins Dorf der Orli führt. Schau doch mal vorbei, wenn du Interesse bist. Und jetzt, Abflug! Wie süß ist er denn bitte? Oh mein Gott. Aber jetzt ist er einfach weg. Seht ihr da oben den Stern? Ja. Den habe ich mir nicht eingebildet. Der war ja absolut süß. Wow. Wisst ihr, woran er mich absolut erinnert hat? Und ich wette, das war auch ein Gag. An... Wer ist denn nochmal? Peter von Animal Crossing. Der Postbote. 100%. Orobelo! Bitte, bitte, bitte! Guten Morgen, was für ein wundervoller Morgen, oder? Ha, du! Dein Purabein ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Joshas Erforschung der Abkommen erledigt ist, gehe ich gleich zurück ins Institut. Komm schon, Angelrabbel, hörst du mir überhaupt zu? Oh, natürlich. Also, warum ging es doch gleich? Ich habe gesagt, dass ich den Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich einfach los und hüpfe selbst in einen Abgrund. Oh nein, das wäre keine gute Idee. Davon rate ich ausdrücklich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bisher völlig unerforschte Sphäre unterhalb der Abgründe. Auch mich interessiert es brennend, was dort unten sein mag. Ein überaus faszinierendes Forschungsobjekt. Der Untergrund ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unser Wunderkind doch nicht hingehen lassen. Wenn Puras Schützling etwas zustößt, wäre das mein Ende. Andererseits können wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn wir die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Welches rätselhafte Bild? Oh, hallo, Herr Ritter. Tut mir leid, ich war gerade ins Gespräch vertieft. Sie ist so süß. Ja. Also, das rätselhafte Bild. Neben verschiedenen anderen Objekten hat die Forschungsgruppe dies hier aus dem Untergrund mitgebracht. Den Stein. Oh. Ich meine das Bild auf diesem Fragment. Die abgebildete Figur steht auf zwei Beinen und hebt einen Arm. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte dies ein Beweis sein. Ein Beleg, dass der Untergrund einst besiedelt war. Darum wollte ich mich in den Untergrund vorwagen, um zu untersuchen, ob es dort noch ähnliche Abbildungen gibt. Ich wollte mich unbedingt persönlich vergewissern. Aber jetzt sagt Onkel Robby, dass es so gefährlich wäre und lässt mich nicht in den Abgrund hinabsteigen. Ach, Joscha, weißt du was? Wieso lässt du die Untersuchung, was mit dem rätselhaften Bild auf sich hat, nicht einfach mir? Und Link! Du kannst ein Purabett verwenden, um etwas zu finden, das wie dieses Bild aussieht. Davon kannst du dann mit dem Fotomodul ein Foto schießen und es Joscha zeigen. Ist dieser Plan nicht genial? Welches Fotomodul? Jetzt sag nicht, dass du das Fotomodul noch nicht kennst. Das ist doch eine der Hauptfunktionen des Purabets. Das Fotomodul ist eine großartige Erfindung. Damit kannst du Landschaften in Bilder, sogenannte Fotos, verwandeln. Na, da hast du wohl noch nicht alle Feinheiten deines Purapets entdeckt. Nicht so schlimm. Komm mit, ich werde dir beibringen, wie man es verwendet. Im Untergrund sind jede Menge Monster. Da kann ich sowieso einen Leibwächter gebrauchen. Mal sehen. Ja, wir sollten wohl durch den Abgrund im Süden des Spähpostens hinabsteigen. Ich gehe schon mal vor. Komm du nach, sobald du deine Vorbereitung abgeschlossen hast. Bis später. Ey, Onkel Robby, warte mal. Ach, tja, weg ist er. Ich weiß nicht, wie du da reingeraten bist, Herr Ritter. Tut mir leid. Wenn es um mich geht, handelt Onkel Robby manchmal ziemlich unbedacht. Ja. Nimm wenigstens das hier mit. Yay, 10 Leuchtdarben. Ah, und das noch. Als Feuer. Okay. Die Abgründe sind so tief, dass kein Licht nach dort unten dringt. Es ist also stockfinster. Wenn du aber einen Leuchtdarben an einen Pfeil anbringst und den dann abschießt, kannst du für etwas Licht sorgen. Du findest den Abgrund, zu dem Onkel Robby aufgebrochen ist, wenn du durch das südliche Tor des Spähpostens gehst. Über das Fotomodul weiß ich nicht viel, aber ich verlasse mich darauf, dass du so etwas wie das rätselhafte Bild findest und gut auf Onkel Robby aufpasst. Das Volk im Untergrund. Äh.
Ja. Yasha. Oh, sie ist so süß. Ein junges Genie und führende Expertin für die Erforschung des Untergrunds. Sie bewundert Pura und macht sich gemeinsam mit ihr enthusiastisch daran, Hinweise auf den Verbleib von Prinzessin Zelda zu finden. Sie sind so süß, alle. Oh. Niedlich. Wow. Aber das ist doch kein... Es sieht nicht aus, als wäre das was. Oh, die ist so klein. Klein. Wie süß. Yay, absolutes Topwetter, um rauszugehen. Absolut bestes Wetter. Danke, danke. Ah, guck mal, jetzt ist der Dings hier zu. Interessant. Sollten wir nicht noch mit irgendjemandem reden? An. Was ist das? Eine Fackel! Oh, ist das so toll. Ja, mir gefällt das Wetter jetzt auch nicht besonders. Ach so, jetzt leuchten alle Türme. Wie so Wundertürme. Oh, es ist alles wieder da, wo es war. Guckt mal. Der alte Steinbruch. Hier ist das Gefängnis. Es ist alles pink. Hier ist die andere Insel. Da war ein Schrein drauf. Äppelwald. Da ist eine Monsterhöhle. Ach ja, hier war alles voll mit Wächtern. Bodenloser See, der ist auch neu. Nee, aber bei den Zora ist eben kein Wasser. Also hier ist Wasser. Also es sieht ein bisschen ausgetrocknet aus, muss ich sagen. Also hier sind die Zora, das weiß ich schon, weil das haben wir schon erkannt. Das ist unten drunter. Und hier ist absolut kein Wasser. Naja. Das ist doch einladend. Nee. Da sind Pferde. Guck mal, wie süß. Oh. Ach ja. Irgendwo ist noch der große Moblin. Irgendwo. Den Schrein könnten wir schnell machen. Hey, jetzt schon so ein halbes Auto. Waren die nicht irgendwo hier? Mit diesem riesigen Ding. Ach ja. Ja, ja. Ich fände es auch schöner, wenn es aufhört zu gewittern. Da sind Leute. Aber wo ist denn Robelo? Was ist das denn?
Achso, eine Funke braucht. Ja, also das sieht auf jeden Fall einladend aus. Hallo! Abgründe im Blitze mag ich nicht. Herzlich willkommen bei Sagels Rollender Speisekammer. Du Reisender, du magst Regen nicht besonders, nehme ich mal an. Irgendwie hassen alle solche Tage, an denen das Wetter nicht so toll ist. Aber manche Sachen und sogar Tiere sieht man nur, wenn es regnet. Darum finde ich Regen eigentlich ganz schön. Außerdem tut er den Pflanzen gut. Nun sag schon, wie wär's mit ein paar Spitzenprodukten aus Hateno? Du hast dir ja ein Wetter ausgesucht, aber ich habe gewiss genau das Richtige für dich im Angebot. Willst du mal sehen? Milch, die kennen wir schon. Oh. Ziegenbutter. Und es gibt Thai-Pool-Tomaten. Ach, wie süß. Es gibt extra Thai-Pool-Tomaten. Oh, ich finde auch diese kleinen Außenposten so niedlich. Hallo, hier sind ja wirklich Leute. Hi. Hi. Ah, hallo, ich habe gerade eine Menge zu tun, aber bist du ein Reisender? Sei vorsichtig, Einheit 1 der Monsterwehr unter Truppenführer Holm geht hier in der Region gerade gegen die Monster vor. Wenn man der Straße nach Süden folgt, trifft man auf ein Monsterlager. Der Kampf dort muss bereits begonnen haben. Wenn du aus Neugier zusehen willst, kann ich das verstehen, aber pass auf dich auf. Hallo! Hm? Hä, bist du ein Nachzügler oder so? Ah, du bist gar nicht bei der Monsterwehr, oder? Tut mir leid, die Truppe gibt es ja schon gar nicht so lange. Ich kenne auch nicht alle Gesichter. Oh. Einheit 1 der neu gegründeten Monsterwehr führt unter Truppenführer Holm in dieser Gegend eine Operation aus. Ah. Wenn du dieser Straße weiter nach Süden folgst, dann stößt du auf das Monsterlager, das es zu zerstören gilt. Ich leiste organisatorische Hilfe für die Truppe, kümmere mich um die Pferde und stelle Medizin her. Als Reisender hast du doch sicher auch Verwendung für Medizin. Ich habe welche übrig, die kannst du ruhig haben. Schleichmedizin! Die Einheit hier scheint mir in Eile zusammengestellt worden zu sein. Echte Kämpfernaturen sind das nicht. Ich würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir Hilfe von jemandem hätten, der im Kampf mit Monstern Erfahrung hat. Ja, das wäre dann wohl ich, ne? Also Link. Der ehrwürdige Ritter Link pflegt nach einem beherzten Satz in die Luft eine mächtige Sprungattacke auszuführen. Um ihm nachzueifern, sollten alle Soldaten sich mit Leib und Seele ihrem Training hingeben. Truppenführer Holm. Sprungattacke. Das ist ja süß gemacht. Was ist das? Im Kampfersatz gegen Monster bei der Hyrule-Garnisonsruine ist südlich von hier. Truppenführer Holm, Monsterwehr Einheit 1. Das ist ja süß gemacht. Oh, wie niedlich. Na toll, jetzt ist hier ein Schrein, aber da sollen wir irgendwelche Monster vertreiben. Ach, da ist ein Moblin. Oh, ich kann die da jetzt nicht im Stich lassen. Die haben beide gesagt. Yo. Oh. Das ist ja voll das Event. Oh, das sind wirklich einfach nur so random Bauern. Holm, warte. Holm, warte. Holm. Warte. Hi. Ach, Wetter Link. Wir haben uns zuletzt bei Schloss Hyrule getroffen, oder? Hm. Kennt ihr mich noch? Truppenführer Holm, mein Name, von der Monsterwehr Einheit 1. Als wir die Suche nach Prinzessin Zelda in Schloss Hyrule beendet hatten, bin ich sofort zu meiner Einheit zurückgekehrt. Oh. Zurzeit rücken wir in Richtung des Monsterlagers dort vor. Sobald wir nah genug sind, passen wir eine gute Gelegenheit zum Angriff ab. Verzeiht, wenn ich etwas übertreibe, aber euch hier wieder zu treffen scheint Schicksal zu sein. Nichts würde uns größeren Mut verleihen, als den besten Schwertkämpfer Hyrules an unserer Seite zu wissen, Wetter Link. Es wäre grandios, mit euch gemeinsam für den Frieden in diesem Land zu kämpfen. Ah, jetzt voll hier Episoden. Nicht jetzt, ja, gerade ist es ganz schlecht. Wetter Link. Verzeiht, wir finden uns mitten in einem Einsatz. Dann drücken wir in Richtung des Monsterlagers vor. Was ist denn eine Episode? Wie cool ist das denn? Was, wie süß. Die Hälfte davon kennen wir, die ältere Hälfte noch nicht. Okay, okay, okay. Ich bin euch absolut keine Hilfe, das wisst ihr schon. Ich habe auch keine einzige gute Waffe. Außer diesen großen Bumerang. Aber gut. Naja. Kriegen wir schon hin, ne? Ne, ne? Ja, Attacke.
Ja. Sprich doch lieber mit dem Chef. Welcher Link? Sprich doch lieber mit dem Chef. Ah, die wollen sich voll angriffsbereit machen. Ah! Stopp, ihr könnt doch nicht einfach so das Monsterlager angreifen. Monsterhorde. Ah, die werden ja als Einheit gewertet. Da ist ein großer. Ah! Okay. Also. Okay. Ich akzeptiere das. Ist alles gut? Ist alles gut. Ist die Wachzeit? Machen wir das nochmal. Wir dürfen nur nicht von dem Großen angegriffen werden. Also wenn wir uns einfach hier hinten vielleicht den Einzelnen widmen. Am besten werden auch die ohne Waffen. Genau. Einfach nur so random Leuten. Dann wird das schon alles gut. Blau. Okay, der ist zu stark. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Es kommen ja nicht noch mehr. Wir kriegen das hin. Das wird schön. Das wird schön. Es leben mich schon wieder alle. Ach Mann. Wir müssen aber kurz was essen, das geht so ja gar nicht. Attacke! Attacke, seitlich. Machen das richtig gut. Blauer Bocklinhorn, ja. Warum ist das Schild bei dem so groß? Ah. Wir sollten viel taktischer kämpfen einfach. Dieses Monster zieht unsere Monsterwelt. Komm, stell es lang. Los geht's. Nein, wir müssen das andere Modul auswählen.
Oh Gott! Ja! Der Sieg ist unser! Ich danke euch sehr für eure Heldentat. Werter Link, würdet ihr euch bitte zu mir begeben? Darf ich erst mit allen reden und looten? Oh mein Gott. Einfach prächtig. Euch jagt kein Monster Angst sein. Stimmt's, Wetter Link? Ach, Link, es hieß ja immer, ihr würdet ein ganz besonderes Schwert führen. Stärker und prächtiger als alle anderen. Ich will nicht maulen, aber eure Waffe sieht mir eher gewöhnlich aus, so im Verhältnis betrachtet. Fast wie unsere. Ob sie ihre wahre Macht nur dem zeigt, der sie zu führen erkoren ist? Ah, was mische ich Anfänger mich da ein? Ich habe sicher noch viel zu lernen, ehe ich da überhaupt mitreden kann. Ah, verzeih mir, ich hätte ja fast das Wichtigste vergessen. Oh, Kräfte-Rubine? Oh mein Gott. Dies gehört zur Beute, die den Kämpfern der Monsterwelt zusteht. Bitte sehr. Wir werden schon bald zur Alteno-Festung in die Klude aufbrechen, südöstlich von hier. Ich freue mich schon darauf, irgendwann erneut an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Möge der Segen der Göttin Hylia euch in euren Kämpfen schützen, großer Ritter. Oh, wie süß. Darf ich jetzt trotzdem noch mit den allen reden? Ach, jetzt sind alle wieder weg. Ach, schade. Okay. Aber ich loote noch ein bisschen. Danke. Moblinhorn. Das war absolut ekelhaft. Ah, ich dachte, das wäre ein Helm gewesen. Das war kein Helm. Nee, nee. Das war kein Helm. Leider nicht. Klinge. Die ist cool. Ja, ist okay. Einfacher Stock. War eigentlich eben noch ein Reiseschwert? Reiseschwert, ja. Reiseschwert kann man halt gut kombinieren. Ja. So, und hier ist auch gar keine Kiste oder was? Wieso kann ich die ganze Barrikade mitnehmen? Wieso? Haben die hier gar keine Kiste gehabt? Das ist ja schade. Naja. Aber jetzt haben wir zweimal richtig gute Waffen. Das waren schon, also das war nicht schlecht. Das waren schon harte Brocken. Also so ein bisschen, ja, war schon eine gute Herausforderung, würde ich sagen. Sind wir hier natürlich irgendwo, wo wir überhaupt nicht hingehören, wo wir überhaupt nicht sein sollen, überhaupt nicht sein können sollen. Aber keine Kiste. Naja. Ach ja. Da ist halt auch direkt schon ein Turm, ne? Ach, da juckt schon wieder. Ich spüre einen Nies. Da war der Nieser. Aber den habt ihr nicht gemerkt. Weil ich einfach genießt hab. Ach komm, Mister. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Da ist noch so ein Mockblin. Da ist noch ein Bockblin. Und da ist ein Schrein. Hm. Hier waren überall. Da ist eine Kiste. Hier waren überall Wächter. Das können gar nicht sich irgendwelche nicht Breath of the Wild Spieler können sich das gar nicht vorstellen. Das wird knapp. Ne? Das könnt ihr euch gar nicht ausmalen, wie anstrengend das damals war. Vor allem ist das auch nicht... Das ist schon die einzige Fahne. Also hier könnte schon netterweise ein Krog drauf sein. Jetzt mache ich mich gleich zum Affen. Na gut, dann nicht. Was Tolles, wir haben ja jetzt unser Dings. Spring. Spring, Sprung. Also da sollen wir eigentlich hin, aber wir gucken jetzt mal kurz. Ja. Dann ist da bestimmt der Krog drauf. Bei dem anderen. Aber wir holen jetzt erst die Kiste, weil guck mal, was wir können. Hui, ist ein Parasiegel.
Oh, ich liebe es. Warum können wir denn Pflanzen an unsere Sachen ranmachen? Oh, ich liebe das Spiel. Da, so Datenschwert. Naja. Ach ja. Hi, Vulkanisonsruine. Ach ja. Good times, good times. Ja, ja. Das waren noch Zeiten, als hier noch überall Wächter waren. Und es absolut nicht lustig war, hier lang zu laufen. Ach ja, wie die Zeit vergeht. Oh, jetzt können wir überall unsere Parasegel benutzen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Was glitzert da? Ein verrosteter Schild. Hey, hol dir doch erstes Fotomodul. Nein, ist mir egal. Machen wir gleich. Ja, ja, machen wir alles gleich. Keine Panik auf der Titanic erstmal. Wisst ihr, ohne Wächter gibt es auch keine akute Gefahr mehr. Das heißt, es gibt niemanden, der uns irgendwie Angst machen kann. Es gibt niemanden, der uns sucht. Es gibt niemanden, dem wir irgendeine Rechenschaft schuldig sind. Es gibt nur uns. Wo kommst du hin? Hä? Wo gehörst du hin? Gehörst du irgendwo hin? Gehörst du irgendwo rein? Irgendwo drauf? Irgendwo drunter? Da war eine Kiste versteckt! Jetzt kriegen wir voll coole Rubine. Ich muss voll aufpassen, dass ich gleich nicht entdeckt werde. Ah, das ist auch ein Bockblatt. Da können wir aber noch hoch. Ach, guck mal, der Turm ist auch so zum Anfassen nah. Guck mal da. Das ist ein Katzensprung. Oh Gott. Wir müssen uns angewöhnen, ein bisschen langsamer zu klettern. Ach, Link. Ah! Link. Was ist das denn? Der sieht komisch aus. Da ist auch ein Schrein. Ach Mann. Aber da ist auch ein Schrein. Ah, wie soll ich das denn alles machen? In so kurzer Zeit. Ich schlafe. Da ist ein Krog. Also dafür muss ich nicht mal studiert haben, um zu wissen, dass da ein Krog ist. Ich hab ihn entdeckt. Was? Wisst ihr, was Tolles? Wir schlitzen denen jetzt richtig die Kehle auf. Und zwar richtig. Wo ist unser Schleichessen? Ich hab doch nicht. Schleichen erhöht.
Edelbild. Ha. Bam. Krass, krass. Das war gut. Das war Premium. Premium schleichen, krass. Es tut mir so leid. Ich muss es tun. Oh, die sind so süß. Es tut mir so leid. Ich kann nicht anders. Oh, ja. Ein Schubstock. Was? Stopp. Ein Schubstock. Schubstock. Oh mein Gott. Aber das ist schon auch süß. Ach Mann. Oh Mann. Reisebogen. Reisebogen ist 5. 5, 5. Ich glaube, unser eines Schild ist einfach verbrannt. Ohne, dass wir dafür irgendwas können. Wir haben ja schließlich nichts gemacht. So. Wer ist das? Warum ist dein Wagen so süß? Warte. Mal. Hallo. Ah nee, das ist sie. Okay. Ah, wie süß ist bitte ihr Wagen? Was ist das? Ein Knäuel. Eine Sternschnuppe. Ja, wir haben jetzt absolut keine Zeit, uns Sternschnuppen anzugucken. Ich kann noch mehr töten. Wisst ihr, das mache ich nur zur reinen Selbstverteidigung. War das nicht auch 2? Eins. Schild. Oh Mann, ihr seid so niedlich. Es tut mir leid. Na komm. Hier ist da ein Kopf drauf. Na komm. Veräppelt mich nicht. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Und zwar die Crocs. Ja, wir gehen gleich zum Abgrund. Ja, 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 ja. Da ist eine Fledermaus. Guck mal. Süß. Ah, es ist so lang. Der Stab ist so lang. Kommt hier noch ein Krog? Ach Gott, wir fallen hier gleich wieder runter. Das hat sich ja absolut nicht gelohnt. Ach Mann. Okay. Da ist noch ein Lager mit 3. Dann machen wir doch schnell noch das. Und das andere dann. Und das alles, bevor die aufwachen. Ich weiß nicht, was denn ihr Schlafrhythmus ist, aber ich denke mal so ungefähr wie links einer. Einfach sterben. Nicht sagen. Oh Mann, die sind süß.
Die haben nicht mal Waffen. Das ist absolut unfair. Hi! Na, guten Morgen. Okay, also 4 Uhr stehen die auf. Die sind dann noch krasser als Link. Ich hab kein... Warum? Kann man als Monster freiwillig um 5 Uhr aufstehen? 4. Hallo. Irgendwie sieht das nicht sicher aus. Also nicht komplett. Na gut. Was ist das? Ist das etwa ein frei rumliegendes... Nein! Was machst du denn da? Oh Gott. Ah, was ist das denn? Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Boah, ist das weit weg. Oh, ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Was sind das für Dinger? Ja, bin ich voll dabei. Aber ist voll weit. Lieber Krog. Ja, ja. Gleich. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Oh. Ach, das ist da auch eine Kiste. Eine Soldatenlanze. Das ist echt schlecht. Was sollen wir denn? Heutzutage noch mit Soldatenlanzen. Können schon 1000 bessere Sachen. Ach, wir sind so weit vom Weg abgekommen. Mittlerweile. Obwohl, das ist ja noch auf unserer Karte drauf. Oh Gott. Ist ja absolut ein Umweg gelaufen. Hier ist ein Schrein. Zu, ja, ich schreien. Den machen wir noch. Was soll schon passieren? Da, den machen wir noch. Ganz fix. Dann ist das schon unser zweiter. Dann können wir uns noch 2. Also eigentlich noch die 2, die wir gesehen haben. Dann können wir uns schon wieder ein neues Herz holen. In Bewegung. Was? Ach, das sind Autos. Moment. Das sind Autos. Also, das sind Räder. Don't get yourself killed, würde ich sagen. Ach, wir sollen uns jetzt selber ein Auto bauen. Okay. Wie rum kommen die denn? Mit dem Gesicht nach vorne. Naja. Nee. Das ist ja absolut falsch rum. Können wir nicht einfach eins von denen nehmen? Fast.
Ui! Wie cool. Wow. Wow. Okay, danke. Ganz auf und zu fahren. Ups. Das habe ich nicht gesehen. Sorry. Kann man die da dranhängen? Och, Mann, Link. Okay. Huh. Ach so, ist das gedacht. Ja. Soll schon. Ah, wie komisch ist das denn? Naja, also ich weiß ja nicht, ob man das so machen sollte. Ey, was geschafft? Ja, okay, cool. Das ist aber süß, dass man zu dem. Zu dem Schrein direkt eine Aufgabe, die die Teile beinhalten, beziehungsweise zu der Aufgabe mit dem Krog, wo die Teile rumliegen, einen direkten Schrein hat. So rum. Absolut weird. Ich frage mich, was es noch für Teile gibt von den Sonau. Einfach Reifen. Dann können wir uns natürlich mit dem Krog so ein Moped bauen. Und dann düsen wir einfach weg. Aber das wird, glaube ich, nichts. Ein Segenpflicht. Sehr schön. Aber wir müssen den Krog noch heimbringen. Könnte ich mir nie verzeihen, wenn wir den jetzt da so liegen lassen. Aber was sollen wir denn bauen? Davor, wir könnten. Also, das sind 3 Reifen. Vier Reifen. Mensch, da können wir ja sogar ein richtiges Auto bauen. Okay. So.
Nee, das können wir nicht machen. Obwohl. Das ist schon witzig. Ach, Mann. Oh nein, wir haben fast ein Auto gebaut. Ja, wir sind gleich bei dir. Lieber Croc. Kriegen das hin. Nein. Das nenne ich mal einen fahrbaren Untersatz, oder? Also, der will zu seinem Freund. Der ist ungefähr in der Richtung mit dem Rauch. Jetzt sehe ich kein Rauchsignal mehr. Egal. So, dann nehme ich wieder deinen Rucksack. Ah, mein Hedgehog! Kannst du bitte sanfter zu mir sein? Wo ist der jetzt, sein Freund? Ich sehe keinen... Ach, dort, da hinten. Okay. Ja. Wir kriegen das schon hin. Jetzt stell dich mal kurz nicht so an. Wir kleben dich jetzt hier fest. Dann schicken wir dich einfach alleine los. Wie ist damit? So, dann müssen wir das noch ein bisschen tarieren. Vielleicht so. So. Und dann würde ich sagen, ab geht die Fahrt. Ah! Oh Gott. Ja. Okay. Ja, es ist nicht so spektakulär, wie ich mir das gedacht habe, aber naja, es fährt. Es fährt auch gleich gegen eine Wand. Wie genial. Ja. Es ist halt absolut nicht so schnell, wie ich das gedacht habe. Nicht so weit! Stopp! Wir sind schon da. Guck mal, da ist er. Oh nein. Hallo. Ah, ich warte hier auf meinen besten Freund. Der muss da irgendwo sein. Aber bisher ist er noch nicht angekommen. Was ist nur los mit ihm? Ja. Oh, ich liebe sie. Komm her jetzt. Hey, können wir es auch benutzen, um zurückzufahren? Hier ist dein bester Freund. Meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ist ein kleines Dankeschön. Ja. Ach, Mann. Nimm ihm doch seinen Rucksack ab. Dank dir bin ich am Ziel. Ne. Ich schaff das nicht. Die sind absolut viel zu süß. Jetzt bin ich schon beim nächsten Turm. Da kann ich auch mal eben den Turm machen. Mann. Ah, das Schilder sind ganz dicker. Nee, mit dem will ich mich echt nicht anlegen. Da bin ich noch nicht mental bereit für so einen Riesenbockblinden. Dann habe ich wieder kein Mitleid mit denen. Da ist schon wieder ein Schrein. Oh, ja, okay. Ich glaube, der Turm ist ein bisschen bewacht. Stacheln. Ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Oder? Ist das eine Blume? Das sieht verdächtig aus. Ah, das sieht gefährlich aus. Oh, ich habe das Parasegel so vermisst. Alter Umschlagplatz. Ach ja. Das weckt Erinnerungen. Hier war doch auch ein Croc. Der hat sogar Klamotten an. Ah!
Ja, okay, der war vielleicht ein bisschen zu stark. Ich habe den aber auch nicht gesehen. Vorher. Okay. Also da oben, nö. Das ist böse. Aber hier ist okay, oder was? Ach, da ist er. Ja, okay. Was ist das? Was sind das für komische Stifte? Hä? Maya Timuschrein. Soll ich mir. Hä? Soll ich mir einen Podest bauen oder was? Ah. Das klappt doch niemals. So, da haben wir wirklich an alles gedacht. Irgendwelche Spieße. Hä? Traf ich nicht. Das hilft mir nicht. Sorry, aber. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich bin da viel zu doof dafür. Ja, so geht's vielleicht. Was auch immer das eine komische Konstruktion ist. Nein! Ach komm. Vor allem halt ist die Kiste auch nicht zum Anfassen. Als wäre es nicht so obviously dafür gedacht. Okay, also wenn ich das lose mache und das noch ein bisschen näher ran mache. Dann müsste es doch gehen. Ach komm, Link, du kannst sonst jede erdenkliche Kiste öffnen. Ah, es funktioniert so halb. Ja, nicht wirklich. Aber wieso? Was ist der Sinn? Hä? Was mache ich hier überhaupt? Ah, jetzt aber. Gott. Gib mir doch nicht irgendwie so Spieße zum Bauen. Große Sonnenenergiesphäre. Na, ah, dir wird es gelohnt. Okay. Was ist das? Oh, nee, nicht du schon wieder. Nee, ich kann nichts für dich tun. Nee, bleib einfach da stehen und halt das fest. Das ist mir egal. Hey, was geht ab? Na? Oh, du bist danke für deine Hilfe kürzlich. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, Direktor Dumpster. Ich werde natürlich ein Schild hier anzubringen. Oh, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Na, was soll ich nur tun? Du machst das prima. Ach, Mann. Was soll ich denn machen? Ich kann so einen Spieß nehmen. Nee, wo ist das Schild da oben? Also. Ja, und dann machen wir da jetzt einfach die Platte drauf. Und dann hält das schon irgendwie? Na, hält schon. Nee, ohne den Spieß bitte.
Lass mal los, bitte. Ha! Kerzen gerade! Oh, steht von allein, ganz ohne ihn zu stützen. Ah, das ist ja genial. Wieso ist mir das nur nicht schon viel früher eingefallen? Na klar, wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, um das Schild zu sichern? Ich mach das so und zurück hier was fest. Oh je. Das ist immer noch schief. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier, als Dankeschön. Cool. Außerdem musst du nach all der Arbeit doch hungrig sein. Darum kriegst du ein ganz besonderes Gericht von mir. Lecker. Eigentlich bin ich dir doch zum größten Dank verpflichtet. Das hier stammt aus meiner ganz persönlichen Sammlung, aber du hast es dir verdient. Ein Qualmerling. Was? Aha. Jetzt kann ich endlich auch andererorts wieder Schilder aufstellen. Na gut, dann bin ich mal weg. Ja, ja, ja. I feel you, Konstruktion. I feel you. Boah, das sind ja voll viele. Wir müssen uns erstmal den Schrein dann angucken.